Ja, Roman, das erste Spiel gegen den LASK ist vorbei. Das erste Spiel unter dem neuen Trainer Tommy Grumser. Was für Schlüsse können Sie daraus ziehen aus dem ersten Spiel? Ja, ich glaube, dass es uns in Ansätzen gelungen ist, dass wir das schon umsetzen, was der Trainer von uns verlangt. Natürlich, phasenweise ist uns noch nicht so gelungen. Daran werden wir aber in Zukunft auch weiterarbeiten, dass wir das dann besser machen. Jetzt ist das für dich gerade speziell nicht der erste Trainerwechsel in Innsbruck. Wie kann man sich denn sowas vorstellen, wenn der alte Trainer geht, ein neuer kommt? Wie spürt man da sofort einen Unterschied oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, der erste Unterschied liegt einmal darin, dass jeder Spieler mal wieder das Gefühl hat, dass er sich wieder neu beweisen kann und muss. Somit entsteht dadurch schon mal ein frischer Wind, auch im Training vielleicht ein neuer Reiz. Das ist einmal sicher der erste Hauptunterschied. Du warst jetzt länger verletzt, jetzt bist du wieder da. Wie geht's dir allgemein? Ja, mir geht's gut. Also ich bin jetzt topfit. Bin froh, dass ich jetzt auch wieder über 90 Minuten spielen habe können und bin froh, dass ich der Mannschaft jetzt wieder am Platz helfen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, die in den ersten 4 Tagen unter dem Tommy, man hat schon gesehen, wie sein Konzept ausschaut. Spürt sie eben schon einen gewissen Aufwärtstrend oder kann man den schon erkennen, obwohl man 2-0 verloren hat? Ja, man merkt, dass eine positive Stimmung, eine positive Energie jetzt da drin ist. Man hat es am Platz gesehen, dass, glaube ich, die Körpersprache und auch vom Einsatz, Leidenschaft her, dass das durchaus positiv war, dass wir uns da nichts vorwerfen können. Jetzt geht es halt darum, dann an Details zu arbeiten und das dann zu verbessern. Am Sonntag hat er ein sehr schweres Spiel auf uns. Red Bull Salzburg kommt daher. Es ist das letzte Spiel im Grunddurchgang. Was hat man sich dafür vorgenommen? Ja, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir punkten wollen, weil egal gegen wen, es zählt am Ende jeder Punkt und es ist, glaube ich, dann nicht so unerheblich, ob man mit 8, 9 oder 10 Punkten nach der Punkteteilung dann in die Qualifikationsrunde geht. Uns ist bewusst, dass es ein ganz schweres Spiel wird und dass natürlich alles zu 100% zusammenpassen muss, dass wir da punkten, aber das nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Du hast angesprochen, die Punkteteilung kommt danach. Jetzt an der Zeit hat man zum ersten Mal die rote Laterne. Gibt es bei euch in der Kabine, schaut ihr drauf, wie fühlt ihr euch oder ist das überhaupt kein Thema? Ist natürlich nicht angenehm, aber es liegt jetzt in der Kabine und in der Mannschaft auch nicht der Hauptfokus drauf, dass wir jetzt schon uns auf die Tabelle fixieren müssen. Es sind noch 11 Runden zu spielen und entscheidend ist dann noch 32 Runden. Ganz genau. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Ja. Danke.